Moin zusammen und willkommen zurück bei Gothic 1. Wir befinden uns hier in der alten Mine. Ich möchte einen Butler aufsuchen, der vielleicht etwas über einen verlorenen Lagerhausschlüssel weiß. Sein Name ist Aleph und er arbeitet nicht gerne. So, und damit klettern wir erstmal runter hier in den Seitenschacht, wo es auch zwei Wachen gibt. Und der Brandig scheint jetzt mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen zu haben, also auf den Aleph. Denn, wie schon gesagt, der arbeitet nicht so gerne. So, wo haben wir den denn? Moin. Da ist er ja. Also, Aleph hier muss was von einem Lagerhausschlüssel wissen. Zumindest vermutet das Ulbert, der steht im Lagerhorst und sort da, passt da auf die Kisten auf. Ja, und unser Ziel ist es, Schlüssel bekommen, Ulbert wegklocken, Lagerhaus plündern, raus aus der Mine, Gras über die Sache wachsen lassen, Kohle einsacken. Ist, glaube ich, ein guter Plan. So, Aleph. Den Erz. Genau. In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. Ja, das ist ein Minecrawler. Steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Wir waren in so einer Nebenhöhle. Da sind sofort Crawler, die klatschen einen weg. Also das ist gar keine nützliche Information. Aber ja, guck mal hier, man kann nach dem Schlüssel direkt fragen. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. 15, 30, 50. Die goldene Mitte. 30 Erz sollten reichen. Nun gut. Zufällig habe ich hier einen Schlüssel. Nice. Noch mehr Informationen? Ne, ich habe jetzt schon 40 Erz ausgegeben. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch 50 Erz. Oder? 60. Oh, habe ich mich verzählt? Ich habe doch 30 plus 10 sind doch 40. Ich hatte keine 100. Oder habe ich irgendwo 10 Erz herbekommen? Nicht, dass ich wüsste, oder? Ich habe mich vertan. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zu Ulbert. Ich hoffe, die Touren lohnen sich, denn das war nicht günstig. Naja, aber im schlimmsten Falle müssen wir nur einfach noch vielleicht andere Sachen finden. Es gibt ja unheimlich viel, was man hier einsammeln kann. Wir haben ja auch da, guck mal, 36 Pilze, die wir nie im Leben essen werden. Die geben viel zu wenig Lebensenergie. Ja, ich bin auch erst Level 2, also ich habe noch gar nicht so viel Leben und so theoretisch vergleichsweise viel. Auch wenn wir jetzt mal, Moment, jetzt nicht hier ne, mit Steinen werfen, auf das Fleisch gucken, das ist viel besser. Das bringt viel mehr. Dieses Fleisch ist viel besser als so ein Pilz. Na, warte mal, das sind ja die guten Pilze. Wo sind die? Als so ein Pilz. Na? Und von dem Fleisch haben wir auch über 60. Dann gehen wir mal jetzt nach unten und locken den Ulbert weg. Vielleicht geht das auch recht leicht. Der war ja recht einfach. Man kann ja einfach sagen, dass Ian gerade Bier ausgibt. Das wird doch klappen, oder? Da kommt doch der Held drauf. Jetzt, wo er ihm Bier gegeben hat. Ich meine, der steht ja auch die ganze Zeit in diesem hässlichen Schuppen rum. Keine wirkliche Fackel. Oder war da eine Fackel drin? Weiß ich nicht. Er ist alleine. Und mit dem Bier konnte man schon viele Infos rausziehen. Und der, ich meine, ist ja auch nicht weit weg. Na, wir passen ja auch für ihn auf, dass keiner an die Truhen geht, außer uns. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Oder wir können den auch verkaufen. Vielleicht geht das auch. Guck, nicht mal ein Lagerfeuer hat er hier. Oder eine Fackel. Würde natürlich auch stickig werden, aber gut. Jetzt lass mich doch mal mit Ulbert reden. Ich will nicht den Schinken ansprechen. Den können wir gleich mitnehmen. Ulbert weglocken. Moment, ich speichere vorher. Jetzt. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Oh. Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass Bitte. Mich vorbei! Entschuldigung, eine Sekunde. Es stimmt sogar, die haben da unten Grimes, der die ganze Zeit den Scavenger gedreht hat, ne? Hab ich ja noch nicht mal gelogen. So, ist er jetzt weit genug weg? Ich glaube, wenn wir jetzt an so eine Kiste gehen, das könnte man noch hören. Und jetzt ist der an dem Buddler vorbei, der da arbeitet und hört die Lagerfeuer. Schnell ran da. So. Gebratenes Fleisch? Na, warte, da.
Licht. Feuerpfeil? Naja, das ging. Das, Feuerpfeile sind teuer, aber die bringen uns jetzt nicht so viel. Und was haben wir hier? Feuerball? Erz. 200! Oh. Oh. Und Bier! Sehr gut. Jetzt noch schnell das Essen einsacken und dann ganz schnell weg. Und Ulber zurück? Na, er ist noch unten. Ich sehe ihn zumindest nicht. Ich sehe nur ihn da rumstehen. Vielleicht beißt er auch gerade in den Scavenger. Kann ja auch sein. So. Jetzt können wir noch versuchen, noch Aaron wegzulocken. Oder machen wir schon mal ab. Ich glaube, zwei Truhen wären krank. Dann würden die, glaube ich, sehr misstrauisch. Ich glaube, ich hau erstmal ab. Nicht, dass die mir auf den Schlips treten. So. Die werden ja sicher später auch noch da sein. Ne? Und wenn nicht, Pech gehabt. 200 Erz ist schon mal eine gute Ausbeute. Liste haben wir auch dabei. Und dann haben wir ja alles erledigt jetzt in der alten Mine, was wichtig ist. Ja, rechts ist ja Feuer. Ist da auch jemand? Hier war ich noch gar nicht. Nö, ist nur eine Fackel. Mit Pilzen. Und Grabenkraut. Okay, dann da vorne waren auch noch Pilze. Wo waren sie? Ja. Sind hier auch noch. Sehr schön, Pilze. Mhm. Wunderbar. Dann haben wir nämlich auch wieder Pilze, die wir verkaufen können. Und da ging's hoch. Und ich wollte auch mal mit einem Templer geredet haben, denn mit einer Gardistenwache haben wir schon geredet. Aber mit einem Templer noch nicht. Weil die meistens haben die ja das Gleiche zu erzählen. Der pieft sich auch gerade ein. Perfekt. Klischee erfüllt. Na, morgens um. Nee, doch. Nachts um eins erstmal direkt. Genau. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Das ist eine dumme Frage, aber stellen wir die mal. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Will ich aber nicht. Warum jagt ihr die Crawler? Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Aha. Wer ist Kor Kalom? Wie kann ich den Minecrawler die Zangen entfernen? Kann man den fragen? Wie kann ich den Minecrawler die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Echt? Ein Lernpunkt. Ich habe keinen Lernpunkt. Das geht also nicht. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Aber eigentlich nicht. Wie bisher, von dem, was ich mitbekommen habe, sind die ziemlich wirsch. Erwachen. Ja, ja. Für mich auch. Also bisher, von dem, was wir gehört haben, sind die alle schon ziemlich durch. Aber auf jeden Fall gehen wir da mal hin. Ich habe nichts geklaut. Ehrlich. Nein, meine Taschen sind nicht voller als vorher. Das kann er nicht beweisen. Das habe ich verdient. Ich habe Sachen verkauft. Schnell raus hier. Na gut. So. Ist ganz schön spät geworden, ne? Ja, gehen wir jetzt einfach zurück ins alte Lager, würde ich sagen, ne? Die meisten Viecher draußen können wir, also nicht die meisten Viecher, wir können jetzt Wölfe, Mollrat und Scavenger umholzen. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Und ja, wir brauchen halt immer noch eine Menge Erfahrung, um Level up zu werden. Jetzt holen wir mal kurz die Karte raus. Ich würde sagen, wir müssen nach links, oder? So. Ja, genau, wir müssen wieder links runter in den Wald. Erstmal zum Weg rüber. Nicht, dass wir uns verlaufen hier. Ist ganz schön dunkel geworden, Mensch. Auch mit der Funzel sehen wir nicht so viel. Also ich sehe so 2-3 Meter weit, ne? Wenn ihr jetzt mehr sehen könnt, dann habt ihr vielleicht einen helleren Monitor als ich. Meiner ist recht dunkel. So. Bevor jetzt im Wald irgendwas Neues auftaucht, nachts, machen wir doch mal eine Sicherung hier. Gut. Also.
Ach ja, Angel Meyer, welche Fraktion ich mir anschließen will. Oh, du, keine Ahnung. Also das wird eine ganz, ganz spontane Entscheidung. Also, ich lasse mich da so ein bisschen treiben. Das wäre ja auch langweilig, wenn man jetzt schon überlegen würde, gut, ich will, keine Ahnung, Schatten werden oder wie auch immer. Nein. Ich meine, der Held redet immer davon, dass er Schatten werden will, aber man kann ja auch mal die anderen Lager angucken. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so eine schlechte Idee. Was nehmen wir denn zuerst? Nehmen wir die Sumpf-Lager-Kollegen oder Mordrek? Weil Ralof hat Redford hat gesagt, dass wir Mordrek ansprechen sollen bezüglich des neuen Lagers. Und Torus will, dass der abhaut. Er kann uns bestimmt rüberbringen. Ich weiß nicht. Ich gehe erstmal in meine Hütte und gehe eine Runde pennen. Und dann überlege ich, ob ich ins Sumpf oder ins neue Lager gehen möchte. Aber ich bin stark zum Sumpf zu tendieren. Gerade. Mal gucken, wie die da so im Lager drauf sind. Wir haben ja bisher nur die Templer gesehen. Und die Novizen, mit denen haben wir noch nicht so viel gesprochen. Guten Abend, Jungs. Na? Wie immer Wache stehen. Naja, wird doch nie langweilig, ne? Nee. Sehr schön. Ich halte mich da lieber raus. Ich glaube. Oh ja, der Gardist spricht mit dem Novizen. War nicht besonders. Haben wir schon mit dem gesprochen? Muss in die Burg. Genau, da. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Aha. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Ah, dann kann er uns wahrscheinlich sagen, wie wir da hinkommen. Aber ich wollte ja erstmal schlafen gehen, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Hier müsste es auch zu unserer Hütte gehen. So. Der eine steht noch am Lager und guckt in seine fast leere Pulle. Und ja. Nicht durch die Hütten gehen. Die regen sich dann immer auf. Er kann sich noch daran erinnern, wie hieß der nochmal? Ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber ein Buddler hat sich tierisch aufgeregt, als wir durch seine Hütte gelaufen sind. Der war richtig mad. Alter Schwede. So, dann mal rein hier. Gut. Auf bis zum nächsten Morgen. Wunderbar. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ja. Dann ist das so. Regnet's jetzt? Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Es regnet, oder? Da waren auch gerade zwei Regentropfen. Ja. Der Herr Kor hatte keinen Bock aufzustehen, schleppt sich hier so ein bisschen lang. Gehen wir mal zu Baltaran und... Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Ich dachte, der wäre tot. Ist ja nicht abgehauen und ist gestorben? Und der kämpft ja auch nie. Ist ja auch egal, gehen wir weiter. Snuff, bitte einmal Fleischschwanzenragout zu mitnehmen, bitte. Ich hoffe, der hat noch was. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Yes. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 9. Gucken wir mal. 13. Hä? Aber die gibt mir doch immer 3. Da muss ich irgendwo eine eingesammelt haben. So, also, wir müssen zu dem komischen Putzi rüber. Wir wollen nämlich zum Lager der Bruderschaft. Der kann uns bestimmt erklären, wo das ist oder uns hinbringen. Habe ich Lernpunkte? Nein, ich habe keine Lernpunkte. Kann ich bei Diego nichts lernen? War nicht besonders. So, da oben ist er. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Täglich? Täglich? Naja gut, ich habe Geld bekommen, bitte. Hier, nimm. 10 Erz sind nicht viel unter Freunden. Genau so sehe ich das auch. Aber... War nicht besonders. Sehr schön. Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Jo, danke. So, Taran.
Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig, mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Nein, das tust du nicht. Du hast mir noch nicht in einem Stück geholfen, Junge. So, wie komme ich zum Lager? Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Du bist nur am Kiffen und am Quatschen. Was hast du bitte zu tun? Ja, Kiffen und Quatschen, ne? Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Hast du nicht? Die werden mich in die Hosen machen, das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen einen kurzen Prozess, aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Der ist weird, der Dude. Ich hoffe, der haut irgendwann ab. So. Moinslei, na, alles frisch. Ja, ne? Freut sich über so eine neue Halskette. Hätte ich zwar auch gerne erhalten, aber... ist nicht so schlimm. Finden bestimmt auch irgendwann noch eine. So, bei Pavis habe ich, glaube ich, am Markt gesehen. Den können wir ansprechen. Der müsste da vorne irgendwo sein. Habe ich noch was, was ich... ah ne, 269, es gibt nichts, was ich wirklich kaufen. Ich könnte mir eine bessere Karte kaufen, ne? Dexter hatte doch eine. Moment, wir sprechen gleich mit dir bei Pavis. Dexter hatte doch eine Karte. So. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ja, Scheiße. Und ich muss hier auch noch nicht mal mit Erz bezahlen. Ich bezahle die einfach in Pilzen. Kann schon sein, aber wen interessiert müsste das? Genug Pilze dafür haben. Ich meine, der kifft ja auch gerne. Da kann er sich noch ein paar, na, guck mal hier, na, wie viele Stängel der da hat. Da kann er sich auch noch ein paar Pilze dazu reinfräsen. Nice, jetzt haben wir eine richtige Karte. Guck mal direkt mal drauf. Karte der Kolonie. Ah ja, vorher hatten wir nur dieses kleine Stück da oben. Dann waren wir auch schon bei Cavalon, das ist da drunter. Da rechts wird der Sumpflager sein. Jetzt können wir es sogar alleine finden. Da müssen wir nur raus, da über die Brücke und dann kann man da so rum. Dann auch ganz viele andere Sachen, gut. Aber wo ist denn... ach da. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Haben wir schon ein paar Mal gehört. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Na nice, perfekt. Dann kann ich den Idioten da hinter mir abladen. Der passt bestimmt gut rein. Klar. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Ja, genau. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Nice. So, Matt, da wirst du gleich... Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Haha, ich habe eine bessere Idee. Wir bringen dich ab in den Sumpf. Und da kannst du mit den anderen Eierköpfen rumkiffen. Ich glaube, das wird ihm gefallen. Ja. Ich halte mich da lieber raus. So. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Habe ich schon gehört, das machen wir aber anders, ja? Wir haben es gerade ein bisschen eilig. So, Parves. Parves. So, wo ist denn... war der schon wieder weg? Ja Mensch, dann ist er halt weg. Kann ja auch nichts dran ändern. Gut. Dann gehen wir halt alleine hin. Ob ich wohl Erfahrung kriege, wenn der Viecher boxt? Oh, das Viech da hinten habe ich noch nicht bekämpft. Was ist das? Das ist dicker als ein Wolf. Ich probiere mal. Mache ich dem Ding Schaden? Ja! Und er auch. Und Erfahrung. Sehr schön. Okay, das hat nichts. Dann müssen wir weiter.
Schade, das wäre schön gewesen, wenn es da wenigstens noch was drin gewesen wäre. Und ein Wolf. Den schaffe ich theoretisch auch alleine. Ist ja nur einer, ne? Wobei, also müssen wir vorsichtig sein. Manchmal kommen da auch aus sämtlichen Ecken irgendwelche Viecher. Was ist das? Zack. Brauchte nicht mal deine Hilfe. Aber ich weiß nicht, wo ich lang muss, also. Ja. Sehr gut. Dann laufen wir weiter. Guck mal, das ist richtig der schöne Wasserfall. Machen wir die Fliegen kaputt. So, haben die Fliegen was? Flügel. Nice. Können wir bestimmt verkaufen. Vorne links sind noch mehr Fliegen. Und Scavenger. Kämpfen die Scavenger gegen die Fliegen? Bank. Ob man wohl wetten kann? Wer gewinnt? Hast du noch mal Level. Also die wollten sich boxen, aber Balpaves hat sich eingemischt. Da dachte ich, da mache ich gleich mal mit. So. Weiter geht's. Die Viecher haben wir auch schon hinbekommen. Das ist also auch nicht so schlimm, wenn wir die jetzt einfach stehen lassen. Ich meine, ich fände es gut, wenn er jetzt da einfach so reingehen würde und die... Genau. Prügel sie. Oh, der verliert Leben. Er hat 20 Leben verloren. Okay, gut. Pulle hinter die Binde und fertig. Geht auch. Krank. Er hat doch voll die dicken Gewänder. Ich meine, mir machen die noch richtig viel Schaden. Aber er hat auch 200 Leben, ne? Welches Level ist man dann wohl? Ich bin jetzt gerade ein Level aufgestiegen, habe 12 dazu bekommen. Das heißt, 10 Level noch circa, dann haben wir das genauso viel. Das heißt, er ist Level 13. Heftig. Aua. Level 13 ist schon eine Hausnummer. Wenn du jedes Level was in Stärke stecken würdest, dann hättest du richtig viel Stärke. Mit den 10 Lernpunkten, die wir haben, können wir auch wieder zu Diego pumpen gehen. Dann wären wir nochmal stärker. Haben wir vielleicht Chance gegen die Mine-Krabbler. Die uns letzte Mal richtig umgeholzt haben. Wobei, die machen auch verdammt viel Schaden. Was war das? LOL! Bin ich an dem kleinen Ding hier hängen geblieben? Diesen Zipfel da? Was? Die machen auch richtig viel Schaden. Ich glaube, bei der Menge an Minecrawlern, und wenn wir keine bessere Rüstung haben, ist das nicht so eine gute Idee, dass wir da hingehen. Gucken wir uns erstmal den Sumpf an, ne? Habe ich doch was gesehen. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Speichern wir schon mal. Und runter da. Guck mal, die haben sogar ein Tor. Aber man kann auch einfach an dem Tor vorbeigehen. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Das hört sich an, als ob der Leute kidnappen will. Ja gut, bei mir hat's geklappt, ne? Einmal ein bisschen mit Bonbons geraschelt. Und schon war ich ab im Minivan. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich will mich hier umsehen. Nee, ansehen, genau. Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Okay. Eine Rüstung? Kauft die Rüstungen? Ich brauche eine Rüstung. So eine Templer-Rüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin haben? Besser als nichts. Oh. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Manche lernen gar nichts dazu. Rock. 500 Erz, ja klar. Geh mal kacken, Alter. So, wie sieht's im Lager aus? Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Hört sich auch sehr idyllisch an hier. Die gucken aber ein bisschen finster rein, ne? Ja, die gucken schon ein bisschen finster.
So, also, nette Bude. Einfach mal einen Baumstamm ausgehöhlt. Und da wohnen zwei Eierköpfe drin. Ah ja, Lester und Balnam. Hi. Hi, ich bin neu hier. Hat er was gesagt? Alles klar, Alter? Ich glaube, der ist angepisst. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Okay. Ich glaube, ich habe den richtig angepisst. Ja, gut, aber er redet mit mir, also... wer bist du? Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Mhm. Ah ja, okay. Ich will mit deinem Meister reden? Eigentlich nicht. Ich will mich hier zurechtfinden. Ja, warum? Wobei, erzähl mir mal erstmal was. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Ist jetzt keine Antwort auf meine Frage, aber das da. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Okay. Gilden? Gilden? Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Mhm. Und was weißt du über das Kraut? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Ja, ja. So, ich will mich anschließen. Eigentlich nicht. Ich will mit deinem Meister reden. Eigentlich auch nicht. Ich will mich hier zurechtfinden. Ja. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Oh. Okay. Dann zeig mir doch mal den Weg. Zum Alchemielabor, Lehrern, Tempel, Schmiede. Schmiede! Zur Schmiede. Folge mir. Vielleicht kann ich da ja bessere Waffen kaufen. Weil ich habe 20 Stärke und mein Schwert macht 20 Schaden. Und braucht 20 Stärke. Ich glaube, ich kriege keine bessere Waffe. So, hier sind überall Leute am Rumhocken und piefen Wasserpfeife. Ja, also, wenn das Arbeiten ist, ne, dann ist klar, dass hier viele Leute sind. Aber wer macht denn dann das Kraut? Irgendwer muss das doch hier irgendwie pflücken und so. Oder jeder ist mal irgendwann an der Reihe zu chillen, zu piefen und dann aber auch mal zu arbeiten und nicht zu piefen. So. Da unten sieht's gut aus. Da ist die Schmiede. Schön. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Den Weg habe ich mir jetzt einigermaßen gemerkt. So, Darion. Hi. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Hängt davon ab, was du hast. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Es ist meins, okay. Erz.
Klinge, Stahl, Rohstahl, Klinge, Bolzen. Auch eine Armbrust, Nagelkeule, Schmiedehammer, Handaxt, Keule. Der hat ja nur Scheiße. Okay, das Erz ist halt interessant, aber kann ich überhaupt was verkaufen? Ich könnte die kleine Karte jetzt verkaufen, weil ich ja jetzt die große Karte habe, aber vielleicht will Redford ja auch noch eine Karte. Ich habe gar nichts zu verkaufen. Also ich könnte Essen wieder verkaufen, aber ja, dann du hast nichts Interessantes. Tschüss. So, Lesser? Lesser ist noch hier, sehr gut. Lesser, was kannst du mir denn noch zeigen? Zeig mir den Weg. Zu den Lehrern. Zu den Lehrern. Folge mir. Jetzt. Hinterher. So. Das passiert mir nicht nochmal. Also übers Stegsystem. Zweite Drehscheibe weiter. Sind wir hier? Folge mir. Hier unten findest du Baal-Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf. Kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal Namib, am Eingang des Lagers. Okay, dann schauen wir uns nächste Folge mal die Lehrer an. Vielleicht können wir mit denen sprechen, aber der da vorne wird sowieso wieder nicht mit mir reden wollen. 100%. Scheint ja, das ist ja ein Guru. Das ist ja ein Sakrileg, wenn ich den anspreche. Naja gut, mal schauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Cut und dann schauen wir nächste Folge weiter im Sumpflager. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Tschüss.